Das Fragespiel. Mit diesem Spiel habe ich schon ganze Dates verbracht. Stundenlang tiefe Gespräche, die zwangsweise immer zu einem Thema geführt haben. Sex. Ich nenne es das Fragespiel und du kannst es schon am Anfang deines nächsten Dates direkt am Anfang schon vorschlagen. Starte einfach so. Kennst du das Fragespiel? Das Fragespiel hat 4 Regeln. Die erste Regel lautet, keine langweiligen Fragen. Bitte keine Fragen wie, was ist dein Sternzeichen oder was ist deine Lieblingsfarbe? Frag mich alles, was du möchtest. Hauptsache, es wird nicht langweilig. Die zweite Regel ist, es geht hin und her. Ich stelle dir eine Frage, du stellst mir eine Frage. Ganz simpel. Und die dritte Regel, die ist spannend. Denn ich kann dir nicht dieselbe Frage zurückstellen, die du mir schon mal gestellt hast. Das heißt, und das sage ich immer dazu, jetzt kannst du taktisch vorgehen. Wenn du mir zum Beispiel ein Geheimnis von dir nicht verraten möchtest, dann musst du nichts weiteres tun, als mir diese Frage zu stellen. Denn ich darf dir die Frage nicht zurückstellen. Und du wirst sehen, Frauen reagieren da eigentlich immer genau gleich, nämlich mit einem Hmm. Und spätestens ab dann hat sie schon Lust auf das Spiel. Und die vierte Regel lautet, du fängst an. Das war's. Aber warte, wie kommen wir jetzt dazu, dass das Gespräch irgendwann in Richtung Sex abdriftet? Okay, es gibt einige Dinge, die du dabei beachten solltest. Erstens, lass dich nicht aus dem Konzept bringen. Wenn du Lust auf das Spiel hast und du es ihr genauso enthusiastisch vorschlägst, dann wird sie auch Lust auf dieses Spiel haben. Zweitens, bohr nach. Ja, geh mit ihr in die Tiefe. Lass dich nicht einfach nur mit irgendwelchen kurzen Salopp-Antworten abspeisen, sondern geh in die Tiefe, frag nach, geh der Sache auf den Grund. Das wichtigste Wort, das du in diesem Zusammenhang fragen kannst, ist, warum? Und wenn du mit diesem Thema auch in die Tiefe gehen möchtest, dann habe ich dir dazu schon mal ein Video aufgenommen. Drittens, die Fragen führen zwangsweise immer irgendwann zum Sex. Und das ist auch gut so. Aber beachte eins, wechsel die Themen ab. Poch nicht so sehr auf dem Sexthema rum. Wechsel es ab mit normalen Fragen. Zum Beispiel wirst du auf die Frage kommen, was war der verrückteste Ort, an dem du Sex hattest? Und nachdem du die Frage mit ihr behandelt hast, fragst du danach einfach, was ist deine größte Angst? Behalte da einfach diese Abwechslung bei und du wirst sehen, sie wird sich sehr gerne dir öffnen, weil sie einfach merkt, du bist keiner, der notgeil diesem Thema Sex hinterhergeiert, sondern mit dem man ganz erwachsen und cool darüber sprechen kann. Übrigens, wenn du deine eigenen Filterfragen entwickeln möchtest, dann habe ich dir dazu ein kostenloses Online-Training entwickelt. Klicke dazu einfach hier oben auf das i und du bekommst diesen kostenlosen Online-Kurs direkt zu dir nach Hause freigeschaltet. Irgendwann wechselst du also immer ab. Normale Frage, sexuelle Frage. Normale Frage, sexuelle Frage. Bis hin zu der Frage, wie sehr möchtest du mich gerade küssen? 40%? 60%? 90%? Und wenn sie über 1% antwortet, dann küss sie.